Okay, der Bloody, der macht jetzt hier eigentlich den wichtigsten Job. Der sagt uns nämlich, ob wir überhaupt Schaden machen und wie viel davon. So, wer will denn anfangen? Sorti, willst du auf eine gewisse Stelle von Anfang an feuern? Und welche? Also, ich weiß nicht, ob das Rad irgendwie abspringt. Ich habe eh nicht das Gefühl, aber ich würde halt aufs Rad schießen wollen. Okay, ich gucke erstmal ganz kurz was. Okay. Ja, sieht echt geil aus jetzt, ne? Hat er eigentlich nichts getan. Schieß nochmal so. Ich habe nämlich jetzt nochmal Außenansicht. Achso, ich würde jetzt aufs Rad schießen. Ja, mach. Sieht geil aus. Kam aber ein bisschen zu kurz, oder? Mhm, kam ein bisschen zu kurz, Bloody, oder? Kein Schaden. Doch, hat 10% weg. Also, er hat 99,47. Vorher hatte 99,56 gehabt. Okay, also 0,1% ungefähr hat es genommen. Mhm. Das wird nicht getroffen haben, richtig. Okay, dann schieße ich nochmal. Ich meinst du ja AOE Schaden geben. Das ging jetzt schon eher auf dem Reifen. Mit 0,1%. Also bringt so gut wie gar nichts. Nee. Hab die Schilder ausgemacht? Nee, Schilder an. Schilder an, also quasi wirkliche Kampfbedingungen. Okay, ich versuche nochmal was. Das sind jetzt alles keine aufgeladenen Schüsse gewesen, richtig? Genau. Mhm. Jetzt sind wir bei 98,95. Dann wird man genau hinkommen. Dann hast du jetzt 1% Schaden gemacht, unaufgeladen. Sorti, mit 10 Schuss, oder? 10 Schuss, ja. Mhm. Also 0,1 Schaden, Leute. Unaufgeladene Schuss auf so einen Cyclone. Was mit Cockpit anstatt Reifen? Haben die unterschiedliche Damage? Das können wir jetzt gleich noch probieren. Wie das denn aussieht? Was passiert jetzt? BRA Twitch, vielen lieben Dank für deinen Raid und deinen Boost. Dranhalten, Leute! Wir machen gerade ein paar kriegerische Tests, Leute. Wir machen gerade einen Railgun-Test. Haben gerade festgestellt, dass wenn der gute Sorti hier auf den Reifen schießt von einem mit Schilden versehenen Cyclone TR, macht er mit 10 unaufgeladenen Schuss genau 1% Schaden. Und jetzt machen wir weiter, nämlich mit unaufgeladenen Schuss aufs Cockpit. Herzlich willkommen an alle Zuschauer. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß, DIY. Und Bloody, hat's was gemacht? Ja, da ist jetzt bei 98,63. 98,63. Wir waren vorher gerade bei 98, waren wir nicht bei 98,5? Ja, es hat vorhin 1% weggenommen, ne? Die 10 Schuss. Jetzt sind wir, jetzt wurde jetzt eben normal geschossen, jetzt sind wir 0,5. Okay. Okay, dann nochmal. Jetzt sind wir genau bei 98,03. Mhm. Also wieder 0,5. Bringt einen, das ist immer noch ein nicht aufgeladener Schuss, richtig, Sorti? Ja. Claro, grüß dich. Servus, mein Guter. Und den Gilga grüße ich. Außerdem grüße ich euch alle natürlich, den Dr. Riku. Servus. Ihr könnt gerade noch beim Giveaway mitmachen für eine 10$ Giftcard. Macht einfach Ausrufezeichen Ticket. Jeder hat ein freies Ticket. Bis zu 10 Tickets könnt ihr euch holen. Und ab dafür. Alles klar, Claro. So, weiter geht's. Entschuldigt bitte. Den Claro, den kennen wir übrigens auch von der CitizenCon letztes Jahr. So, sollte den kennen wir jetzt einen aufgeladenen Schuss auf dem Reifen oder was machen wir? Ja, würde ich sagen. Claro. Habt einen schönen Sonntag. Hat auch nicht viel gebraucht. Sind wir bei 97,92. Okay, das war auf dem Reifen. Jetzt schließe ich auf die Karosserie. Jetzt sind wir bei 73,29. Okay, 97 auf 73 heißt also 25% Damage. Das ist nicht schlecht. Das würde heißen, 4 Schuss und das Ding ist platt.
Musst du auch die Karosse treffen, ne? Mhm. Ja gut, die ist ja auch das größte Ziel an dem Fahrzeug. Gib dem mal die 3 Schuss, Soldi. Lad mit auf. Ja, du kannst gleich mitschießen, genau, Karika. Oh. Oh, da war er schon weg. Hat jetzt nur einer geschossen? Was? Also ja, ich hab geschossen. Ich nicht. Okay. War der mit dem zweiten Schuss jetzt weg, oder habe ich einen Schuss verpasst, Soldi? Nee, war mit dem zweiten weg. Aber ich finde es schön, wie der Schrott dort noch liegt. Ja, der bleibt jetzt auch beide liegen. Vielleicht hat der erste Schuss das Schild mit runtergehauen und der zweite ist durchgegangen. Auch immer auf dieselbe Stelle. Ausrufezeichen Ticket, Leute. Da macht ihr beim Gewinnspiel mit. Dann sind die aber ganz schön stark geworden, die Dinge. Mhm. Ja, aber... Wie gesagt, ich habe eine Eclipse gewonshottet und eine Saber. Und der Qualm sieht hammer aus, wenn der hier aufkommt, Sorti. Müsste man noch wissen, ob man irgendwie, wie könnten wir messen wegen Teilaufladung? Das ist egal, also entweder kriegst du, also weil das Ding schießt halt selbst aufgeladen, oder solange es nicht voll aufgeladen ist, hast du trotzdem diesen Plumpsschuss da. Mhm. Okay. Ansonsten geht's straight geradeaus, ne? Ja. Also ich sag mal, das ist eh die Sache, entweder machst du diesen Artillerie-Dingens aus Spaß, oder du nimmst dir die Zeit und lädst die einfach voll auf und wartest auf den richtigen Moment. Es ist halt schön, dass man die jetzt wieder sich selbst entscheiden kann, was man machen will. Denn wir hatten ja kurz in 3.9 den Fall, dass man gar nicht mehr schießen konnte, ohne die aufgeladen zu haben. Also ich habe mich mal sicherheitshalber noch eine Weile gestellt. Ich dachte mir auch schon, reicht das hier oder? Also der Ursa-Ropel ist übel, Leute. Das Ding ist eine Kanone. Also eine Bombe im wahrsten Sinne des Wortes. Der sollte... der Thanis, der nimmt auch schon Reis raus. So, sollte, jetzt brauche ich dich noch im Bild. Du willst mir jetzt hier. Warte, wo bist du? Aber ist schon krass, wie weit die aufgeladen schießt. Wird das mal geguckt? Es fliegt fast straight geradeaus, also auf Area 18 kann ich Gebäude in bis zu 4 Kilometer Entfernung treffen. Mhm. Das ist eine kleine Explosion. Hier habe ich gerade auch genau in den Berg reingeschossen, direkt gerade durch. Busiro, du könntest auch zu mir kommen und dich einfach hinter mich stellen und dann die Kamera so weit vorschieben wie möglich. Könnte man auch. So ist jetzt auch cool. Dann haben wir mal eine gerade Linie. Wir machen beim dritten Mal dann auf die Aurora noch eine andere Kameraansicht. Würde ich sagen. Lass mal einzielen wegen Treffer. Oh Gott, mal die Hälfte. Mhm. Okay. Bloody, bist du schon am Scannen, was er für einen Standardwert hat, der Ursa? 100. 100, okay. Okay, schieße ich jetzt das erste Mal. Oh Gott, die Maus ist so schlecht. Es war ein Treffer, oder? Ja. 99,83. War unaufgeladen? Unaufgeladen, ja. Schieß nochmal. 99,81. Okay. Also 99,64. Ist ein bisschen variabel anscheinend der Schaden. Nee, das vorher war ein Treffer am Heck. Okay. Und der nächste war ein Treffer am Cockpit. Und danach nochmal ein Cockpit-Treffer. Nicht so gut gesehen, dann gucke ich mal, ob ich das vielleicht so besser sehe. Frage ist, wenn das so wenig Damage macht, was soll dieser Schuss dann? Stell dir einfach mal das Prinzip von einer Railgun vor. Das Projektil wird ja beschleunigt. Und wenn das Projektil aber nur so ein bisschen beschleunigt wird, dann rutscht das halt gerade so aus dem Lauf und macht dann wieder, naja, den Boden. Und so leuchten tut das auch nur wegen Tracer Shell. Also weil es halt so eine sichtbare Kugel ist. Ab dafür, Salty. Achso, jetzt aufgeladen? Würde ich sagen. Bleib, sagst du nochmal durch den Schaden? 9964. Das war jetzt für die Kosse. Ich hatte 85,72. Sieht voll cool aus, dieser blaue Strich, der da noch da ist bei dir im Stream. Ja, ich weiß, sah cool aus. So, ich schieße nochmal auf den Reifen. Da hat's nicht viel, da hat's nur ein paar, vielleicht drei, also er hat jetzt 85,68. Mhm. Ich
ich gehe mal gucken. Ich setze mich rein in den Ursa und guck, was die Schilde machen. Okay. Bist du in der Carrick gebunden? Ja. Gut. Carrick opfert sich für die Wissenschaft. Mhm. Ja. Schau mal sein. So. Okay, aber ich hatte komplett die aus. Die Schilde laden jetzt. Die Schilde, der EM. Was ist alles aus? Jetzt ist er gerade angegangen, auf alle Fälle. Waffen und so wurden hochgefahren. Ja, jetzt ist auch alles hochmarschiert. IR und EM-Signatur. Ja, vorher hatte ich komplett ausgemacht. Okay, gut. Dann haben wir jetzt erst einen richtigen Vergleich. Also, wir fangen nochmal an bei 86, oder? 85,68. Moin, moin. Moin, moin, Paul. Also nochmal mit dem läppischen Schuss, oder? Ja. Das war, glaube ich, ungefähr hier. Paul, wir machen gerade einen kleinen Railgun-Test. Hab ich gehört. Kurz. Dann musst du noch eine Butterbrot hinterher schmeißen. 3% Schild. Ist auch nur 0,01, also ist ja 1% weg. Okay, also hat man wieder das 0,01, also 0,1 meinst du, Prozent ist wieder weg, ne? Wie wir vorhin auch bei dem Cyclone hatten. Jetzt ist gar nicht passiert. 4% Schild. Okay, dann würde ich jetzt wieder aufgeladen machen. Mhm. Also das Schild, das tut schon ordentlich absorbieren. Anscheinend ungefähr das gleiche bei einem Ursa wie bei einem Cyclone. Und wow. Da ist Carrick gar nicht. Ein aufgeladener Schuss und das Ding hatte noch 80%. Aber keine direkt Schilde mehr. Cockpit-Glas auf dem Pilot. Doch, 100% Schild. 100% Schild? Ja. Übel. Na gut, ist eine ballistische Waffe. Mhm. Und noch ignorieren die Schilde. Manchmal. Das ist ordentlich, Leute. Also merkt euch. Mein Gabi. Merkt euch lieber im Rover unterwegs. Im Cyclone unterwegs. Im Rover. Der Qualm ist cool. Also ich will das mal mit 50 Leuten machen. Mhm. So. 49. Dann kriegen wir jetzt nämlich den, den Tanis hierher. Der kann ja mal direkt auf dem Plateau landen, wo ich stehe. Ich glaube, das ist größer als seins. Also als das vom Ursa. Ja, dann sehen wir nämlich nochmal den tollen Skin, den der Tanis sich hier geholt hat. Das ist der Livery Skin, also quasi der von den Evictus Lounge Week Event. Und das ist auch, ich glaube, Tarn ist ein fieses Stück, mit dem er sich hier hochgefarmt hat. Das ist die Killer-Hora. Ja. Nice. Ach, guck mich nicht an, Tarn. Ihr seht's ja, also. Killröse. Ich mach mit drüber. Ich bin nicht gebunden, Toddy. Hast du die Power angelassen? Ich habe nur die Energy runtergefahren. Das heißt nur die Engines Motoren, runter. Also die Motoren. Mhm. Sehr gut. Dann haben wir jetzt wieder einen Vergleichswert. Bloody, bist du schon dran? Ja. Was sagt denn das Ding? 100. Okay. Schilde müssten noch an sein. Mhm. Oh, ja, die Aurora guckt in unsere Richtung. Ich glaube, die hört sich gleich. Ich schieße schon mal ab mit einem nicht aufgeladenen Engines Schuss. Wenn ihr die Engines ausmacht, haben die Schilde natürlich mehr Energie, ne? Mhm. Na gut, ja, stimmt. Irgendwo schon. Das ist egal, hier geht's drum, was ein aufgeladener Schuss macht. So. Und was sagt das Ding? 99,97. Okay, war unaufgeladen, oder? Ja. Mhm. Alles, was so eine ballistische Kurve hat, ist unaufgeladen. Und der Totti schreibt übrigens noch und hat dafür 200 Kanalpunkte investiert. Lass den Tarnis drin sitzen. Neun, 99,95.
Mhm. Oh. 99,92. Nix. Jetzt sind wir bei 99,75. Okay. Wie sehen die Schilder aus? Will ich nicht, aber auf jeden Fall leiden sie sich immer ständig. Wie gesagt, macht euch hier keine Gedanken über die Schilder. Es ist eine ballistische Waffe und die ignoriert Schilder. Also die. Außer ihr habt Capital Size Größe, die das irgendwann penetrieren kann. Aufgeladene Schüsse als nächstes. Genau, jetzt aufgeladene. Nochmal. Wir sind ein auf die Waffe links oben. Oh. Ups, sofort ab. Hast du jetzt den Vogel da hinten abgeschossen? Oder? Und die Waffe. Und die rechts oben. Der war ein bisschen zu hoch. Hat das Schaden gemacht, Bloody? Ja, die Schilde laden sich auf jeden Fall, wenn der EM geht hoch. Bei wie viel Prozent sind wir, Bloody? Immer noch bei 99,75. Mhm. Genau, gut, also es ist generell so Waffen, die haben keinen Anteil an dem Gesamt-HP des Schiffes. Mhm. Hängt irgendwie blöd, die kann man nicht abschießen. Okay, dann mal einen aufgeladenen Schuss aufs Cockpit. Genau. 97,24. Oh, 89,20. Jetzt schießen wir oben aufs Missile Rack. Dann machen die Schilder doch schon was aus, Sorti. Jetzt sind wir bei 77,93. Mhm. Jetzt machst du nämlich 10% und vorher hast du weniger gemacht. Die Schilder, die werden höchstwahrscheinlich weg sein. Und zumindest ist die EM so hoch, dass er bestimmt jetzt im Ladermodus sind. Jetzt sind wir bei 70,81. Nice. Aber das war nice. Vor allem der Sound noch mit dazu. Oder? Ach, die Aurora explodiert immer noch am schönsten. Meine Waffe ist besser kalibriert als deine. Die Sache ist eher die, ballistische Waffen haben eine gewisse Prozentzahl durchzukommen. Irgendwie ein Drittel oder so. Was in den meisten Fällen halt immer ist. Ich habe so das Gefühl, dass das auch hier der Fall ist. Weil ich habe vorher halt 10 oder 15% Schaden gemacht, wenn überhaupt. No. Und wenn das Projektil aber durchgeht, so wie beim Karika, dann ist halt gute Nacht. Also das war schon sehr informativ, Leute. Also bringt nichts, auf Fahrzeuge und so weiter einzuschießen mit unaufgeladenen Railguns. Aufgeladen sind wesentlich effektiver hier. Haben auf jeden Fall festgestellt und sichergestellt. Die Geschichte ist, ihr braucht nicht mehr auf Reifen und sowas schießen oder auf Räder, weil die fallen so oder so nicht ab. Nimmt auch kaum Schaden, wie ihr es hier gerade mitgekriegt habt und gesehen habt. Und dadurch sieht man auch, man schießt lieber auf die Hauptkarosse. Am besten sogar im Fall auf das Cockpit. Henry, darf ich dir eine Frage stellen? Ja, natürlich. Abschießen? Ich versuche gerade die Waffe zu schießen. Du hast gesagt, die Aurora explodiert am schönsten im Verse. Vergleich das mal bitte mit der Idris. Ja, okay. Also, du musst aber mal das Größenvergleichen sehen. Wäre eine Aurora so groß wie eine Idris, dann hätte die eine Mega-Explosion. Gut rausgeredet. Die andere Waffe ist gleich beim ersten Mal abgefallen, aber die linke braucht ein bisschen. Wo schießt die jetzt doch?